zerfallen ins Chaos nach der Flutkatastrophe. Und trotzdem ist es für Migrationsbefürworter nicht nachvollziehbar, warum Niederländer, Skandinavier und Briten an deutschen Grenzen abgewiesen werden. Seit den neuen Wahlen im November nun auf einen offenen Krieg gegen die Befreiungsbewegung. Die Verzweiflung der Menschen muss groß sein. Sie lassen sich von Soldaten und Polizei ebenso wenig abschrecken wie von dem Grenzen. Schon vor einigen Tagen wurde freiwilligen Helfern, meist Anhängern von links, mit Strafen gedroht, sollten das Gebiet nicht verlassen. Und dennoch sind einige geblieben. Werden wir dann wirklich deutschen Bürgern die Einreise verbieten? Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Wir müssen unsere Grenzen dicht machen, von allen Seiten. Es gibt keine andere Lösung. Natürlich kann ich jetzt sagen, es ist eine humanitäre Katastrophe. Die Stimmung ist explosiv am Grenzübergang, nachdem gestern ein junger Helfer internationaler Organisationen durch einen Stromschlag getötet worden war, eskalierte die Lage auch. She's sick. She drank the water. I've told you the water's bad. Yes, I know. But can you help her? Please. We have these cold tablets, right? Okay. Thank you. This is all we have. Lass uns zurückgehen. Rasmus, spinnst du? Help us, Julia, not me. Räum jij die Typen uit. Achter, ging in da rein. Ich helfe El beim Auslaufen. Nee. Ich werde diesem Stauf geben, was er verdient. Ja? Hey, jetzt mach mal die Hände nach. Komm mit rein. Schaut ihn euch an. Andreas. Nikolai? Nimm schon. Hallo. Goedemorgen. Hat sie Ihnen gefallen, was Sie da draußen gesehen haben? Hä? Hey, ich frage etwas. Gibst du mir das Stativ da? Haben Sie gesehen, wie die Menschen hier leiden? Ich stelle fest, Herr Innenminister, dass Sie überrascht sind, wie es vor Ihrer wundervollen Mauer zugeht. Also, lass uns anfangen. Dose, wir machen das erstmal ohne Kamera. Du kannst draußen warten. Ich sag Bescheid, wenn wir aufnehmen, ja? Danke. Ja, okay. Was wird das da drin? Keine Ahnung, nichts. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Wer doch cool! Aber ich glaube, Sie verstehen auch mich nicht. Wie dem auch sei, das haben Sie nie erträumen lassen. Mal auf der falschen Seite zu sein, wo Sie die Mauer doch extra so hoch gebaut haben. Es ist ja so.
Hefte auf. Oder darf Herr Kandre erst zu Ihnen sagen? Vergiss! Ja, freut mich. Mein Name ist Rasmus. Ich erlebe hier Tag für Tag, wie sehr viele Menschen sterben. Und ich glaube, dass du Schuld daran hast. Die Menschen verrecken hier. Und ihr unternehmt nichts. Du lasst andere auch nicht mal mehr helfen. Ich weiß nicht, was es da zu grinsen gibt. Halt schon die Klappe. Ja? Hör mir zu. Sie sind wahnsinnig. Ich trage keinerlei Verantwortung für Ihre Probleme. Ich erwarte, dass wenn ich Ihnen das Ding abnehme, dass Sie etwas sagen, das zur Lösung führt. Ich verhandle hier nichts und schon gar nicht mit Verbrechern. Ah! Ich will hier einen sinnvollen Ausgang. Ich denke, das ist auch in Ihrem eigenen Interesse. Ja, verstanden? Und jetzt, Rasmus, soll ich die Kamera fertig machen? Ja, mach. Aber er ist noch nicht so weit. Okay, ja, mach das. Kranke Nikolaus! Scheuert! Lass das so. Geh raus, du bist nicht wirklich eine Hilfe. Und du, pass auf. Ich gebe dir noch eine Chance. Überleg dir mal ganz genau, was du sagen willst. Diese Mauer schützt Menschen! Fuck! Ja, alle anderen Grenzen werden auch geschossen! Willst du es wirklich machen? Was denkst du? Stell nicht so blöd. Wenn das so weitergeht, kommt hier niemand hin! Aber da muss ich ihn doch umbringen. Was denkst du? Ihn gehen lassen, einfach so? Auch so ein toller Vorschlag. Rasmus, der Mensch ist allemal in Gefahr. Die überhaupt noch nicht gut, ey! Rasmus! Mach los, du Hummer! Uns noch. Zeig doch einfach, was wir hören wollen. Das ist doch nicht so schwierig. Das könnt ihr vergessen! Willst du mich verarschen? Für was bist du denn? Du Wahrheit, Rasmus! Ja, ja. Reicht, reicht. Jetzt bring mir eine Zange. Oder wie heißt das? Eine Säge. Eine Säge! Ich weiß nicht, Rasmus. Dieser Typ bringt täglich Leute um. Und ihr guckt mich an, als ob ich das Monster bin. Jetzt bring mir endlich eine Scheißsäge! Hat keinen Sinn! Wo ist das? Das bringt doch nichts! Wo ist das? Lass ihn schreien! Scheißsäge! Gib dir jetzt endlich auf, ja? Dass ihr hier seid und wir da drüben, das hat einen guten Grund. Es würde nicht funktionieren. Verstehst du das?
verstehst du nicht. Anarchisten, Terroristen, ihr versteht nichts. Na, ihr werdet nichts ändern. Na, du auch nicht. Mauer rette ich mehr Menschen als ohne. Thank you.